Schriftsteller am Werk, es gibt Bücher zu lesen. Kindergefängnis und andere verlassene Orte. Eine Anthologie von Corinna Griesbach. Eine Sammlung aus atmosphärischen, gruseligen und teilweise mysteriösen Kurzgeschichten rund um Lost Places. Auf Seite 221 mit meiner Story mit dem Titel Der Unverbesserliche. Ein Hallerbuch, käuflich überall dort, wo man angeblich Bücher kauft. Und nun weiter mit dem Video. Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Escapismo. Einer kleinen Videoreihe, in der ich mich überwiegend mit Comics beschäftige. Aber vorrangig Comics, die dazu geeignet sind, der Welt für eine begrenzte Zeit eine Absage zu erteilen. Um es mal so zu sagen. Geschichten, die ein eskapistisches Potenzial haben, denn wer weiß, manchen von euch ist die Welt da draußen möglicherweise oft genug lästig und dazu braucht es Instrumente und Mechanismen, um all dem zu entkommen. Und Comics waren schon immer ein interessantes Vehikel dafür, aber heute soll es nur ganz begrenzt um Comics gehen, denn ich habe ein Geschenk erhalten. Ich schicke das ja so vorweg, damit nicht der Eindruck entsteht, dass ich plötzlich irgendwie zu Geld gekommen bin. Also nach meinem letzten Auspackvideo. Aber das hier ist irgendwie eine ähnliche Gangart. Und deswegen dachte ich, ich teile mal so diese erste Reaktion mit euch. Denn ich habe das inzwischen oft gerühmte Frank Frazetta Buch vom Taschenverlag bekommen. Und ich weiß ungefähr, wie es in dem Buch aussieht, aber im Großen und Ganzen dachte ich, ich mache das jetzt hier mit euch auf. Ich habe ja ein paar Bilder davon gesehen. Ich hatte mir das ja immer wieder mal angeschaut, aber eigentlich ist das wirklich ein bisschen jenseits meiner Geldbörse gewesen. Und siehe da, das Schicksal ist mir gewogen. Und ja, das ist ein riesiges Buch. Vorweg gesagt, ich bin nie ein großer Fan vom Taschenverlag gewesen, weil ich immer empfunden habe, dass der Taschenverlag so ein seltsamer Elite-Laden ist für den gehobenen Mittelstand und das hat mich sicherlich auch immer ein bisschen angeekelt. Aber das lassen wir jetzt mal ganz schnell unter den Tisch fallen und sehen uns mal genauer dieses Buch hier an. Erstmal machen wir diese Originalverpackung hier zu öffnen und mal. Der Karton hat übrigens auch noch eine nette Rückseite. Also da springt ja das Herz eines jeden Freundes von Comics und Grafiken und Zeichnungen in die Höhe. So, also das ist echt so riesig, das Buch, dass ich quasi dieses Stativ für mein Handy so hoch wie es nun geht schrauben musste, damit das überhaupt reinpasst. Ja, also das ist natürlich alles richtig geil gemacht. Ich bin ja nicht wirklich sehr mit Frazetta bewandert. Ich kannte den natürlich fast schon seit meiner Kindheit eigentlich, denn damals Ende 70er, Anfang 80er waren ja gerade seine Titelseiten von Fantasy-Büchern und Comics, nicht Comics, sondern Science-Fiction-Büchern sehr bekannt. Viel weniger weiß ich Bescheid über seine frühe Phase, wo er tatsächlich auch Comics zeichnete. Also ich kenne ihn natürlich mehr so. Und ich hatte schon als Teenager, das ist natürlich großartig, ja, ne? Ich hatte schon als Teenager seine Tarzan und vor allem seine Conan Gemälde gesehen. Das stimmt. Aber gerade diese frühe Zeit von ihm ist mir vollkommen unbekannt und das ist durchaus auch ein Buch mit vielen, vielen Essays und Aufsätzen. Es ist mein Eindruck, dass die, glaube ich, in drei Sprachen kommen. Also da ist erstmal alles auf Englisch, dann kommt das Gleiche nochmal auf Deutsch und auf Französisch, glaube ich. Wobei nur der Text sich dann immer dreifach wiederholt, aber die Bilder sind jedes Mal andere natürlich. Ich werde jetzt aber, das sind
irre dickes Buch und ich werde natürlich jetzt nicht jede Seite hier einmal aufblättern, weil da sitzen wir ja noch in einer halben Stunde hier. Das erinnert mich natürlich ein bisschen an die Illustrationen aus meiner Jugend, als ich in Tschechien aufgewachsen bin und viele so der historischen Abenteuerromane, die man damals las, waren ja von Jan Burian illustriert. Aber Jan Burian hat nicht so geile Körper von Frauen gezeichnet, eindeutig. Ja, das ist schon mal wirklich abgefahrenes Zeug. Mir ist natürlich klar, dass heutzutage bei der heutigen Rezeption von Kunst sich oft etwas andere Fragen stellen und dass vieles, was Frazetta natürlich gemalt hatte, man heute vielleicht als politisch unkorrekt empfindet, als eine Objektivierung von Frauenkörpern und eine sexistische Verherrlichung von Machismo und so weiter und so fort. Und aber ich würde mal grundsätzlich sagen, wenn das etwas ist, womit du Probleme hast, dann bist du bei meinem YouTube-Kanal vielleicht ohnehin falsch aufgehoben. ich bin jetzt langsam schon zu alt, um mich da irgendwie zu rechtfertigen. So, das ist super interessant. Ich hatte keine Ahnung, dass der all diese Dinge gemacht hat. Das ist natürlich ein sehr, sehr klassischer Comic-Stil. So sehr stark im Realismus angesiedelt, so von den Gesichtern her. Aber ich kann mir vorstellen, aber das finde ich dann vielleicht durch das Lesen der Begleittexte heraus, aber ich kann mir vorstellen, dass er so sehr sich in dieses Gemäldeformat vernarrt hatte und der Möglichkeit, einfach viel mehr Details in ein einzelnes Bild hineinschleusen zu können, dass er irgendwo mal wahrscheinlich keine Lust hatte, in sozusagen Comics in Form von Paneelen zu zeichnen, wo immer so ein Zeitdruck besteht und man ja immer eher aufgefordert ist, nach Wegen zu suchen, die Dinge nicht zu detailliert zu machen, weil sonst zu viel Zeit für ein einzelnes Bild aufgewendet wird. Also hätte ich jetzt einen etwas populäreren YouTube-Kanal, der monetarisiert und der irgendwie eine Million Follower hat oder etwas in der Art, dann müsste ich mir bei dem Buch wirklich Sorgen machen, dass das alles von YouTube geblockt wird, aus naheliegenden Gründen. Aber ich mache mir da jetzt überhaupt keine Gedanken. Einfach nur aus dem Grund, weil ich derartig unter dem Radar bin mit meinem Kanal, dass ich da eigentlich auch noch nie Probleme hatte. Ja, und jetzt kommen wir langsam mal so in diese Phase, die ich von Frank Frazetta schon kenne, also vorrangig Tarzan. Aber das ist dann hier schon wahrscheinlich Conan, nicht wahr? Ich kenne ja jemanden, der das alles als Fascho-Fantasy bezeichnet. Also etwas abwertend. Und tja, das kann man ruhig so vertreten, wenn man meint. Aber ich würde das eher als eine archaische Gedankenwelt bezeichnen. Denn letztendlich reflektiert das eher so den kulturellen Ursumpf, aus dem wir Menschen alle stammen. Da ist natürlich schon viel Machismo dabei und explizit feministisch würde man das ja auch nicht bezeichnen. Aber so ist das halt mit Kunst. Die ist nicht immer dafür da, um irgendeine politische Gegenwartsmission auszuführen. Außerdem ist ja auch die Aufgabe eines solchen Künstlers, in gewisser Weise Gedankenwelten fantasievoll zu erschaffen, die vielleicht etwas reflektieren, was die Leute ohnehin schon im Kopf haben.
Ist gut, dass wir gerade jetzt bei diesem Bild dazu angekommen sind. Und das ist dann halt so. Ich meine, ich habe mal gehört, Gedanken sind angeblich frei. Und das sind ja oftmals einfach geronnene Impressionen. Also ich mache hier wirklich große Sprünge und überspringe einfach mal 30, 40 Seiten auf einmal, weil das ist wirklich herrlich, das hier. Also das ist sehr, erinnert mich sehr stark an Burian, der eben ganz viel diese ganzen Paleo-Impressionen machte als Illustrationen zu jugendlichen Abenteuerbüchern. Bei Frazetta ist es natürlich alles so ein bisschen düster. Und das ist vielleicht auch gut so, weil ich glaube, das fängt, glaube ich, mehr die herbe Atmosphäre ein, aus der Homo sapiens sozusagen unter großen Opfern erwachsen und entstanden ist. Bei Jan Burian war das alles manchmal ein bisschen niedlich, aber sehr oft waren das ja dann Illustrationen zu den Büchern von Professor Augusta. Der schrieb ja so Bücher und Erzählungen so aus der Urzeit. Und das war ja alles in erster Linie für Kinder gedacht. Und Frazetta wäre da ein bisschen zu düster dafür gewesen, nehme ich mal an. So ein großartiges Science-Fiction-Motiv hier. Sehr klassisch. Das hier ist auch alles dieser bekannt. Also es gibt ja natürlich einige Grafiken von ihm, die mega bekannt sind. Wie zum Beispiel diese beiden. Aber das ist wohl jetzt auch die 70er Jahre. Die kenne ich dann vermutlich am besten. Weil da einige sehr berühmte Arbeiten mit dabei sind. Das hier. Roman Chariot. Children of the Sun. Okay. Das sollte ich mal anschauen. Also wenn es so um den Gluteus Maximus bei Frauen und um Mammalien geht, da macht ihm echt keiner was vor, ne? Also vielleicht Corbin. Das wäre mal ein lustiges Trinkspiel oder irgendwas in der Art. Corbin versus Frazetta, wer macht hübschere Brüste? Ehrlich. Tarzan, Black Emperor. Das war auch ein Coverdesign für ein Buch. Faszinierend. Evokativ wäre mal ein Wort dafür, dass sichtlich ein Euphemismus ist. Herrliches Science-Fiction-Motiv hier. Mit so einem tollen Sinn für Space Opera. Ja, wie gesagt, ich bin ja mit ihm nicht so bewandert, aber es gibt sehr, sehr viele Motive, die ich jetzt hier gesehen habe, sehr viele Gemälde, die ich natürlich als Buchcover kannte oder als Poster irgendwie bei Leuten zu Hause. Ich hatte keine Ahnung, dass der mal so ein Dusk Till Dawn
Blackout gemacht hatte. Hier mit Quentin Tarantino und George Clooney. Das ist witzig. Allerdings, was ja wirklich, wirklich amüsant ist, ist, dass das ist ja letztendlich Selma Hayek, aber er hat sie ja total frasettisiert, indem er einfach die Hüften deutlich gebärfreudiger machte als bei Selma Hayek. Das ist einfach dieser Frank Frazetta-Touch. Da gibt es kein Entkommen. Coole Grafik 1980. Ja. Das ist auch recht bekannt, das hier. Hier noch ein bisschen Gluteus Maximus für den wahren Connoisseur. So, wie so oft bei solchen Büchern gibt es dann am Ende diesen bibliografischen Teil, wo man dann eher so die Coverarbeiten sieht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch möglicherweise nur ein Auszug ist, weil, oder zumindest sind das jene Arbeiten, die er explizit für irgendeine Erstauflage von etwas gemacht hat, weil vieles davon würde vermutlich auch bei anderen Büchern wiederverwendet oder so. Und wobei, vielleicht ist es auch vollständig, aber er war ja da extrem geschäftig in dem Bereich. Ich wusste ja auch gar nicht, dass er mal auch solche Cover machte. Das mutet so pulpartig an. Das ist ja mega berühmt, ne? Das ist eines seiner berühmtesten Cover eigentlich. Die ganzen Burroughs-Bücher natürlich. Ja, wie viele davon habe ich schon mal irgendwann mal gesehen während meiner Kindheit. Ron Hubbard. Der hat ziemlich viel für Ron Hubbard gemacht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das hier von Frank Frazetta ist. Das ist mir total entgangen. Nicht schlecht. Das ist einer meiner, also das ist auf jeden Fall ein Film, der in meiner Top 100 meiner Lieblingsfilme ist. Und ich kenne das Postermotiv jetzt ziemlich gut. Das ist halt relativ berühmt. Mit Sharon Tate. Ist auch eher selten, dass man von ihm so richtig karikaturistische Arbeiten sieht, aber wie man merkt, konnte er das sehr gut. Creepy. Die Vampirella. Das ist echt mega bekannt, das hier. Ja, und das ist, wo er mir anfing, so richtig bewusst zu werden. Also eigentlich im Heavy Metal Magazin auf den Titelseiten. Da hat er nicht so viele gemacht, aber sind ja alle sofort aufgefallen. Und dass der auch Plattencover gemacht hatte, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß ja, dass seine Grafiken immer wieder von so Hard Rock und Heavy Metal Bands lizenziert wurden. Da sind wir schon. So Nazareth zum Beispiel. Tja, also das war so ein Schnelldurchlauf, wo ich mal teilweise 10, 20 Seiten auf einmal in die Hand nahm. Und ein herrliches Buch, das eigentlich alles bietet, was man, glaube ich, so über Frank Frazetta wissen muss. Also gerade mal hier dieser französische Abschnitt von dem Hauptessay. Tja, und in diesem Sinne werde ich jetzt mal
das Buch ins Bücherregal stellen und naja, ich muss erstmal eine Stelle finden, wo es reinpasst, weil es wirklich riesig. Bis dann, macht's gut.